Der weiss es auch, dass ich kein Tier weggeben kann. Weil Tiere haben es bei mir am schönsten. Tier. Die Menschen nicht immer. Egal. Hand aufs Herz, heute mit Burkis und dem Thema Tiere, wo ja generell ein bisschen mein Ressort ist bei uns in der Familie. Total, ja. Ja, wir haben gerade ein paar von diesen lieben tierischen Bewohnern bei uns im Haushalt. Eine Katze. Mit einem Zicken, glaube ich, gerade. Zwei Säue. Da haben wir das Snakey. Eine Kornnatter. Dann haben wir gerade noch einen Hund. Hühner. Tontonia. Das ist Lulu. Lulu, Entschuldigung. Lulu, Trudi, Peter. Der Sturzenegger. Wir haben das Privileg, so zu wohnen mit einem grossen Umschwung in einem alten Bauernhaus. Und das schreit einfach irgendwie, vor allem wenn man selber noch Kind hat, schreit es ein bisschen nach Tier. Hi, Guteli, schau mal, wie cool. Fein, ihr zwei. Ja, es ist nicht so meins. Mit diesen Säuen. Aber du machst das gut. Entschuldigung, die Säue hat er wollen. Ach, das stimmt. Also, das stimmt. Lass mich auch noch mal so schnell ein bisschen kratzen. Du links von der Wirbelsäule. Hallo, kratzen. Was? Noch ein bisschen. Ah, das ist schön. Komm jetzt. Nein, jetzt hörst du auf beißen. Unterhalt und Pflege bleibt ein bisschen viel an dir hängen. Ein bisschen viel? Sagen. Ja, du machst ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Also, ein bisschen mehr? Oh, ich kriege so einen Hals. Und mein Telefon läutet gerade. Ja, tschüss, gell? Ich bin die, die dir schauen. Also, da würde nie jemand auf die Idee kommen, dass man einem Hund könnte zu essen geben könnte. Oder dass man mal die Hühner. Also, könnte, beim Hund ist es Extremfall. Würde ich zeigen? Das weiß ich. Sie gehört nicht mehr. Beim Hund ist es, ich finde den Hund der da, ist wunderschön zum Anschauen. Aber es ist einfach der Mundgeruch und dieses Fell stinkt. Ich finde das einfach grusig. Leider grusig. Aber das, er hat schon gelernt, Gopi-Säckli aufzunehmen. Das! Wow. Ei. Mit einem Säckli den Kack vom Hund aufnehmen. Und dann noch den Hundekack. Einer von diesen Kack, der am meisten, am grusigsten stinkt. Der kann seinen Scheissdreck selber verscharen. Man muss nicht mehr allein sein. Man muss nicht mit dem roten Säckchen hineinrennen. So gemein. Das ist Tina. Die haben wir adoptiert. Wir haben sie erst 7 Monate. Das ist von einem alten Mann, der musste in ein Tierheim. Der alte Mann musste in ein Tierheim. Da haben sie den Mann genommen und wir haben dafür ein Tier mit heimnehmen. Der Hund ist ja schon das Tier wegen der Bewegung, die er braucht. Die am aufwendigsten ist, am abhängigsten macht. Und wir haben ja, wie lange haben wir die Lina gehabt? Das war der Vorgängerhund, die Lina. Wie lange haben wir die Lina? Wie lange haben wir die Lina gehabt? 7 Jahre. 7 Jahre habe ich die Lina toleriert in meinem Haus. Dann ist die Dina leider gestorben. Ja? Die Dina ist gestorben. Und die Dina war eine Erlösung. Nicht immer müssen laufen gehen. Hast du können spontan. Immer ist ja, ja, warte. Am nächsten Tag haben wir einen neuen Hund gehabt. Schleicht die Tina wieder an. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das stimmt. Der Hund ist für mich das Nächste. Und wer freut sich? Er kommt nie einen Schwanz und. Was? Schwanz und mir entgegen, ich schwänzle dir wirklich eigentlich. Nicht, einmal nicht so offensichtlich. Ein weiteres Indiz, dass die Liebe von meiner Frau zu den Tieren grenzenlos ist, ist ihr Investitionsgeist, finanziell auch. Unser Hund Tina hat in der ersten Nacht, wie ein Kleinkind, ist sie in der Nacht gekommen, hat gebellt und gemacht. Also 5 Minuten lang. Wir haben kein Auge zugetan, weil sie irgendwie, wie sie immer wieder hat rausgehen wollte und wieder rein. Und dann hat sie gesagt, hallo, unser Hund braucht ein Hundetörli. Wie ein Katze, ich meine, Katzentörli kennen alle. Ein Hundetörli. Eine Hundeklappe. Eine Hundeklappe. Tada! Das hat einen Chip am Halsband vom Hund und da kann man rein. Ich bin tatsächlich kürzlich spät in der Nacht von einer Bandprobe heimgekommen und hatte keinen Schlüssel dabei und bin nicht mehr ins Haus reingekommen. Da habe ich zuerst eine halbe Stunde müssen. Tina! Ja, komm raus! Ich habe den huren Chip gebraucht, oder? Sie hört ja nichts, das ist nur schwierig. Tina, komm, und dann ist sie gekommen, oder? Und dann, jetzt, oder? Ich meine, klemmt sie mich dann da wahrscheinlich ein. Jetzt musst du mal schauen, da kannst du. Nein, das ist toll! Das ist toll! Das Geld hat sich gelohnt, Michelle! Etwa vor 15, 16 Jahren habe ich mir einen Kornnatter zugetan, weil ich einfach immer schon Reptilien geliebt habe. Da habe ich so einen Regenwurm gekauft, das Snakey, und der ist heute noch da. So pflegeleicht, die musst du einmal im Monat füttern. Mal ein bisschen Wasser nachschütten. Fertig.
Und ich hätte auch so gerne einen Garderobenschrank. Ja, ich habe ihr schon gesagt, ja, stimmt, das wäre wirklich nötig. Wir brauchen mehr Platz in der Garderobe. Dann habe ich ihr schon vorgeschlagen, ja, komm, die Schlange die können wir jemandem verschenken. Aber also, versteht ihr jetzt das? Wie kann man jetzt? Da ist sie ganz, ganz, wie sagt man, stur. Und dann, okay. Nein, verantwortungsbewusst. Ja, wenn man sich ein Tier zutut, dann behalten wir das und gibt es nicht weg. Gib ihn auch nicht weg, oder? Also, glaub's nicht. Das ist auch Hund. Ja. In meinem alten Wohnort habe ich mal vergessen, das Türli zuzuschieben. Das war sie nicht mehr rum. Ich habe zwei Wochen das Tier gesucht. Jedem Eckli, jedem Spältli nicht mehr gefunden. Und eines Tages bin ich im Migros, gehe an die Kasse, alles aus der Förderbank gelegt, will mein Portemonnaie rausnehmen, die Tasche. Und greife rein und habe plötzlich da etwas in der Hand. Ich so, okay, wir haben sie wieder. Ja. Ich glaube, Manu wäre gerne ein treuer alter Hund. Ich glaube, ein Hund passt. Nein. Mit ganz viel Munker. Nein, komm. Du bist ein Pferd. Aber es ist schön, es ist ein schönes Pferd. Es mit einem glänzigen Fell. Wohl geformten. Rundige. Also, wie meinst du das? Nein, ja, hey, also, das ist, denke ich, im erotisch aphrodisierenden Sinn gemeint. Ja, gut. Wollte ich mal sagen, will, ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Mit den Tieren, alle mit den Tieren, liebe ich dich.